So, hallo miteinander. Alman Derwisch wieder hier. Bin unterwegs in Antalya und zielstrebig zu einem Geschäft hin, wo ich ein paar Schrauben kaufe. Muss am Balkon was montieren. Aber das ist nicht der Grund, warum ich ein Video mache, sondern im Moment geistern rauf und runter in YouTube zahlreiche Reviews und Resümees zur DJI Osmo Pocket 3, und da will ich auch nicht außen vor bleiben und will nach gut einem halben Jahr des Einsatzes dieser Kamera auch mal meine Meinung dazu abgeben. Ja, ich durfte also bei meinen Unternehmungen hier in der Türkei, immer wenn ich unterwegs war, in den Bergen oder am Meer oder auf dem Schiff, also die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Aufnahmen zu machen, durfte ich also diese kleine Taschenkamera Pocket 3 testen. Und das habe ich ausgiebig gemacht und bin also zu einigen Schlussfolgerungen gekommen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. So, zurück zu meinem Resümee für Osmo Pocket 3. Fangen wir mal an beim Formfaktor. Irgendwie ist es so ein schrulliges Gerät mit einem Gimbal oben drauf und so eine Art Nasenrasierer-Design. Aber trotzdem macht es, was es soll. Die Osmo Pocket 3. Formfaktor, also Nasenrasierer mit Kamera. Ich bin mir nicht sicher, ob das das richtige Konzept ist. Ich bin sehr viel in der Natur unterwegs. Davon abgesehen, dass ich mit den Aufnahmen, mit der Bildqualität sehr zufrieden bin. Aber letztendlich entscheide ich aber auch, wenn du draußen in der Natur bist, ein Faktor, der sehr wichtig ist, und das ist die Robustheit. Es ist nicht so einfach, wenn man so durch die Felsen läuft, Waldwege, Gebüsch, hier und da ein bisschen rumklettert und will dabei Aufnahmen machen, hat man immer so ein bisschen Bedenken, ich mache diesen kleinen Gimbal kaputt. Was ich positiv am Gimbal finde, ist erstmal, dass er sehr exakt arbeitet. Die Motoren haben nur kleine Gewichte zu bewältigen, also kaum Masse. Das Objektiv und was da drin verbaut ist, ist also vom Gewicht her keine große Sache. Die Motoren arbeiten sehr weich, sehr exakt, und alles in allem ist die Stabilisierung der Aufnahmen hervorragend. Man kann sich durchaus mit großen Lösungen messen. Und ich denke, das ist auch einer der wichtigsten Faktoren, dass also, wenn schon so ein Gimbal verbaut ist, der auch exakt arbeitet, und genau das macht er. Mal so ganz nebenbei, das sind Kaktusfrüchte, und die werden in dieser Jahreszeit von diesen großen Kakteen geerntet, die Stacheln entfernt, und man bereitet gerade diese Frucht vor. Schmeckt übrigens lecker, aber ich habe gar keine Zeit im Moment. Kommen wir mal zur Kamera. Das Objektiv ist also fest verbaut. Es hat maximal einen zweifach optischen Zoom, den ich so gut wie nie einsetze. Ich gehe also eher an das zu filmende Objekt ran. Das bringt mir mehr, als diese Einstellung, einen zweifachen Zoom zu benutzen. Und die fest Brennweite, die wir hier haben, deckt im Großen und Ganzen alles ab, was also in einem gemäßigten Weitwinkelbereich brauchbar ist. Bildschärfe und Abbildung sind also im Rahmen der Möglichkeiten des Objektivs. Der 1 Zoll Sensor tut sein Übriges, was natürlich ein Vorteil ist. In diesem technischen Rahmen natürlich. So, haben wir eine Grünphase,
Ich habe noch 9 Sekunden Zeit, um über die Straße zu gehen. Da kann ich mir also genügend Zeit lassen. Ja, das ist ja so eine der wichtigen Einkaufsstraßen in Antalya, wo in erster Linie die Einheimischen einkaufen und weniger die Touristen zu finden sind. Und da findet sich der Schuhputzer, der Schnürsenkelverkäufer und der Eisverkäufer, der mit der Saftpresse, genauso wie Restaurants, Teestuben und alle möglichen Läden und auch der gute alte Mann, der sich um die Straßenkatzen kümmert. Ein Herz für Tiere haben viele und das ist also schon recht schön anzuschauen. Ja, die Türken sind sehr geschäftig unterwegs, trotz der galoppierenden Inflation. Nichtsdestotrotz, die Teuerung kommt hier jedem teuer zu stehen. Ist einfach so. Ja, die Ballonverkäufer sind auch immer da, wo die Touristen zu finden sind und machen hier das Geschäft mit den bunten Gasblasen. Ich mache mal eine kurze Pause hier am Uhrturm, auf dem Platz vor dem Uhrturm. Und die Luftfeuchtigkeit ist entsprechend richtig hoch, sodass also ja selbst mir das Atmen nicht so leicht fällt. Kommen wir zu einem weiteren interessanten und wichtigen Bauteil, was die Osmo Pocket 3 ausmacht. Im Vergleich zum Vorgängermodell der Osmo Pocket 2 wurde das Display, kann man eigentlich sagen, fast verdoppelt in der Größe. Das bevorzugte Format für mich ist immer noch das 16:9 Format. Das Display hat recht klare und gute Wiedergabe, trotz seiner geringen Größe. Es ist aber trotzdem immer noch mehr eine Orientierungshilfe als wirklich ein brauchbares Display. Für den Aufnahmezweck, wenn ich mich auf das Display konzentriere und auf das, was ich aufnehmen will, und ich habe den Gimbal auch richtig eingestellt, meine Kamera guckt dann entsprechend dahin, wo sie hingucken soll. Mit einem Fingertipp auf das Display kann ich natürlich auch das Face-Tracking oder Objekt-Tracking aktivieren. Das ist natürlich eine große Hilfe. Kann die Kamera irgendwo hinstellen und kann mich bewegen. Der Gimbal macht in einem gewissen Winkelgrad mit und verfolgt mich. Ja, das wären erstmal die beiden, die wichtigen Sachen. Der Akku ist bedingt durch seine geringe Größe natürlich auch ein wichtiges Bauteil und wird oft auch die Leistung überschätzt. Also über den Tag verteilt, wenn ich als Urlauber unterwegs bin, muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht zu lange Aufnahmen mache und dass ich mindestens auch diesen ansteckbaren Reserve-Lade-Akku mitnehme. Es ist also keine wirkliche Powerbank, sondern ist einfach nur eine Möglichkeit, meinen Gimbal-Akku aufzuladen. Ja, da fährt er wieder vorbei, der Ballonverkäufer. Wünsche ich ihm gute Geschäfte. So, ja. Mit diesem Erweiterungsteil, was ich in der Combo bekomme, wo dann dieser Ladeteil mit dabei ist, ich sage mal Ersatzakku und so weit mit dabei ist, dann habe ich die Chance, über den Tag zu kommen. Und ansonsten, wenn es um die Bedienung geht, das wäre jetzt also der letzte Fakt, den ich bewerten möchte. Die Bedienung der Kamera ist insgesamt sehr einfach, sehr intuitiv und macht keine Probleme. Auch für einen Anfänger nicht, der also so ein Kamerateil das erste Mal in der Hand hat und jetzt im Urlaub unterwegs ist. Nach wenigen Aufnahmen hat er gecheckt, wie das Ganze funktioniert. Ja,
am Ende ist dann immer die Frage, ich habe das Gerät testen dürfen und am Ende ist dann immer die Frage, würde ich es kaufen? Und wenn ich es gekauft habe, würde ich es wieder kaufen? Angesichts der Bildqualität, die die Kamera liefert, auch in Verbindung mit dem Mic 2, was ich jetzt hier am Hals habe und was mir den Ton gerade aufnimmt, ist es natürlich ein nettes mit immer dabei Kamerateil. Ich empfehle auch, wenn wir schon uns dafür entscheiden, auch die komplette Kombo zu kaufen, da ist also das Mikrofon dabei, da ist dieses Akkuteil dabei und dann habe ich also auch die Möglichkeit, flexibler zu arbeiten, als wenn ich nur die einzelne Kamera kaufe, ohne weitere Extras. Ja, würde ich sie wieder kaufen? Jein, warum? Bezogen auf meinen Einsatz einer Kamera. Bis dahin habe ich immer Kameras benutzt mit einem großen Gimbal und mit großen Objektiven, mit Follow Focus und diese ganzen Geschichten, die man also für gute und professionelle Aufnahmen sich anschafft. Für die Sache immer dabei und unterwegs, mal schnell aufnahmefähig zu sein, halte ich die Kamera durchaus für ein kaufbares Objekt. Also ich würde sie auch sehr gerne empfehlen. Allerdings mit der Einschränkung, wenn ihr actionmäßig unterwegs seid, dann ist so ein kleiner empfindlicher Gimbal vielleicht ein Hindernis oder ein Handicap oder ein Risiko. Da ist vielleicht die Action Cam, die durchaus auch gute stabilisierte Bilder liefert, am Fahrrad oder am Bike, am Mountainbike oder wo auch immer man diese Kamera befestigt, vielleicht besser aufgehoben. Außerdem sind die auch mittlerweile wasserdicht. Das ist ein Punkt, den ich mit der Osmo Pocket 3 natürlich mit Nein beantworten muss. Wasserdicht ist sie nicht. Den ein oder anderen Regentropfen, den verträgt sie vielleicht. Ich habe es nicht provoziert und ich habe es auch nicht großartig getestet und möchte es auch nicht tun, weil die drehbaren Teile oben am Gimbal und auch am Display sind auf jeden Fall nicht spritzwassergeschützt und schon gar nicht wasserdicht. So, das war mein Resümee. Würde ich die Kamera wieder kaufen? Ja, vielleicht. Und dann aber auch nur für den Zweck, sie immer dabei zu haben, um auf die Schnelle mal gute Aufnahmen machen zu können. Unabhängig davon, dass es also dafür Filter gibt, die man aufs Objektiv draufpacken kann, um die Belichtungszeit zu beeinflussen oder die Belichtung zu beeinflussen, um bessere Aufnahmen zu bekommen im Bereich von einem größeren Dynamikumfang und so weiter, den man dadurch gewinnt. Lassen wir das alles mal beiseite. Das ist hinlänglich besprochen in vielen Publikationen im YouTube und in anderen Kanälen. Das ist jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache. Geht oder ging allgemein um die Kamera. Was wünsche ich mir? Fangen wir mal beim Gimbal an. Irgendwie verträgt er doch ein Upgrade in die Richtung. Größeres Objektiv, lichtstärkeres Objektiv und mit Minimum fünffachen Zoom. Warum nicht auch mehrere Objektive wie bei den Smartphones vielleicht integriert, die man mittels einfachen Tastendruck am Gerät einfach umschaltet, von einem Tele auf ein Normalobjektiv und zu einem Makro oder Weitwinkel. Was wünsche ich mir noch? Einen größeren Akku und ein größeres Display. Und vielleicht noch ein, zwei Knöpfe, mit denen ich eine Direktauswahl treffen kann an bestimmten Funktionen, die ich sonst nur über das Menü erreiche. Und das wäre es dann eigentlich schon. Wie kann ich das erreichen? Macht einfach die Kamera so breit, wie das Display ist, wenn es im Querformat aufgeklappt ist. Macht sie, wenn sie schon so breit ist, einfach mit einem dickeren Akku. Macht sie einfach mit zwei, drei Knöpfen mehr für die Auswahl von
bestimmten Funktionen, die ich auch frei belegen kann. Macht den Gimbal nicht unbedingt größer, vielleicht ein bisschen stabiler, vielleicht auch mit einem Schutz, damit nicht jeder Zweig und jeder Ast gleich mir den Gimbal vom Stamm reißt und baut mehrere Objektive rein oder wenigstens ein großes Objektiv mit der Möglichkeit, Tele, Weitwinkel und Normal Brennweite auszuwählen. Mit entsprechender Lichtstärke natürlich. Von mir aus kann der Aufnahmechip mit 1 Zoll durchaus bleiben. Aber warum, wenn ich schon alles größer mache, nicht auch einen größeren Sensor einbauen? Dann würde ich gerne nochmal zugreifen und würde sagen, so, das ist jetzt für mich die Unterwegskamera, mit der ich sehr vieles machen kann. DJI, vielleicht habt ihr meine Hinweise verstanden und nehmt sie in die nächste Generation der Osmo Pocket Geschichte auf. Ja, das war's, liebe Freunde. Wenn euch mein kleines Resümee gefallen hat und ihr seid gleicher Meinung oder ähnlicher Meinung, dann hinterlasst doch gern eure Kommentare und eure Wünsche bezüglich der Osmo Pocket 3, vielleicht auch ein bisschen von euren Erfahrungen in meinem Kanal. Gebt mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat, und abonniert meinen Kanal für die nächsten Videos, die ich für euch vorbereite. Ja, vielleicht habe ich noch einen kleinen Zusatz zu machen. Das habe ich fast vergessen. Mein Display spinnt. Es lässt sich nicht mehr einrasten. Beim Ein- und Ausschalten bleibt es einfach in der Schräge stehen und rastet nicht mehr ein und lässt sich weder in der horizontalen noch in der senkrechten einklappen. Ich kann die Kamera also nur bedingt mit dem Trick, dass ich das Display festhalte, ein- und ausschalten oder direkt am Power- oder Aufnahmeknopf durch längeres Drücken ein- oder ausschalten. Dafür habe ich in einem meiner Videos mich schon geäußert, dass es da ein Displayproblem gibt. Vielleicht, liebe DJI-Leute, wenn ihr die Kamera tatsächlich mal breiter macht, baut doch das Display einfach fest ein. Ob ich jetzt hochkant filme und das Display dabei hochkant drehen kann, ist eigentlich vollkommen egal. Wenn die Anzeige hochkant ist und ich filme hochkant, was in nicht so häufigen Fällen vorkommt in der allgemeinen Aufnahmepraxis, dann ist mir das eigentlich wurscht. Ja, also baut das Display gerne ein bisschen größer ein und macht die Kamera einfach ein bisschen größer. Sie passt immer noch in eine Tasche, in eine Hosentasche. Die großen Handys tun es ja auch. Kaufen wir einfach Hosen mit größeren Taschen. Fertig. Bis dahin, macht's gut. Euer Alman Derwisch. Ich habe alles gesagt. Wir sehen uns. Tschüss und sonnige Grüße aus Antalya.